Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Need for Speed Heat am 6.1. 19.25 Uhr. Ja, das ist die 370Z. Ja, sieht vom Tuning her geil aus, geil geworden. Ja, aber eher auf Drift ausgelegt, also ja, hab mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Aber sie ist trotzdem auf Gebirgsüberquerungen und auf Achterbahnen schnell. Ja, wenn es euch interessiert, einfach mal reinschauen in die Playlist, da ist alles drin. Ja, jetzt kommt wieder ein Auto, aber lasst euch überraschen. Wenn ihr die letzte Folge nicht beim Schluss noch geguckt habt, da kaufen wir immer das nächste Auto. Ja, geht los. Ein blauer ist das. Wo ist hier blau? Da ist blau. Ja. Ja, wir hatten letztens... Ja, okay, den könnte man damit vergleichen. Der 3,6 Liter, 300 PS. Hat aber nur 373 Newtonmeter Drehmoment. Das ist wirklich sehr wenig. Vielleicht, weil es ein Benziner ist. Weil der hat hier ein Ende mehr. Ja, das weiß ich nicht. Ob das ein Diesel ist oder ein Benziner, kann ich nicht sagen. Ja, der kommt jetzt dran. Wir tun, wie gesagt, jedes Auto. Da lassen wir keins aus. So, wollen wir mal sehen, was wir da rauskitzeln können. Ich glaube nämlich eine ganze Menge. So, geht los. Nein, das war das falsche Teil. So. Ah, viel kommt jetzt nicht mehr. Doch, die Geschwindigkeit wird durch das Getriebe noch gepusht. So, hier gehen wir wieder auf Straße. Wieder die Lila nennen. Er hatte schon 8 Gang. Ja, dann ist da auch nichts mehr zu machen. Mal sehen, was er für ein Topspeed hat. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall wieder Straße. So. Er ist ein bisschen noch am Driften. Das kann ich, was das bedeuten soll. Ja, okay, ist halt so. Dann werden wir nachher sehen, wenn wir ihn ausführen. So. Daten können wir uns noch, so, können wir uns noch mal anschauen. Ja, fast 700 PS. Das ist ordentlich. Fast 1000 Newtonmeter Drehmoment. Also, ja, aber der ist sehr schwer. Und über 300, 333. Na gut. So, dann geht es jetzt erstmal abwärts mit der Luftfederung. Hohoho, das geht aber richtig abwärts. Pass auf, wie er jetzt hochfährt, wenn wir ihn anschmeißen. Hoho. Hört sich aber... Hört sich irgendwie an wie ein Benziner. Oh, den kann man aber richtig tief legen. Ja, der hat vorne schon so viel Sturz. So lassen wir das. Mann, das, der ist ja richtig nah dran hier. Da kann man sich ja riesengroße Funken gucken im Leerlauf. Harmlos. Gut, lassen wir so. Ach, der hat den Grill und alles auch lackiert, aber gefällt mir nicht.
Ach du Schande. Schaut euch das an. Nee, also das machen wir nun gar nicht, Alter. Das ist nichts, ey. Na ja, gut, das ist jeden seine Sache, aber... Jetzt kommt ein Manga, ne? Okay, immerhin. Bisschen was. Haben wir da unten noch? Nö, nehmen wir. Okay, er wollte gerade nicht. Und dann noch das hier. Das hier. Ne, da ist nichts Tolles zu finden, außer jetzt das hier. Nun nimm das, jawohl. Senpai. Gut. Erstmal die Reifen. Die 18er werden breiter. So. Ich sagen, wir nehmen wieder die blauen. Was größer gehen die nicht? Na. Ne, geht nicht größer. Na ja, gut. Hinten werden sie ein bisschen größer. Nö, ist nicht mehr machbar. Gut. Und das da oben noch? Dachlichterleiste. Nein. Ja, an den Seiten. So besser. Also ich würde bald, sieht mir zu komisch aus. Also ich würde es eher so lassen. Standard. Gelb. Ja, sonst war's das, ne? Kommt hier noch. Das ist wieder aber richtig breit. Ja. So. Seitenschweller. Spiegel kann man gar nicht machen. Nö. Und Kaffee? Ja. Sieht gut aus. Gucken, was wir hier für große dicke Rohre. Oh, die sind geil. Gefällt mir gut. So, und jetzt kommen nur noch die Scheinwerfer abdunkeln. So, das war's. Ja, der ist soweit fertig. Und mal sehen, was er zu leisten imstande ist. 687 PS, 960 Newtonmeter Drehmoment. Ja, 3,7 auf 100 ist nicht schlecht. Ja. So. Schauen wir uns doch mal an.
Oh, der ist aber auch breit jetzt. Schon geil. Gut, meine lieben Freunde, dann führen wir ihn aus. Ja, schon mal cooler als der Land Rover Defender. Der war wirklich eine absolute Gurke. Oh ja. Guck dir mal die dicken Endrohre an. Was das, meinst du? Was? Das ist schon ordentlich, also. Wir losziehen und rausfinden, welche neuen Renn- und Salzligenmitglieder offen stehen? Oh, der ist aber super schwer. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Alter, sind da dicke Rohre hinten raus, so. Das ist halt mit das Geilste am ganzen Wagen. Oh, mal sehen. Mein Gott, ist der riesig, ey. Weg da. Oh. Weg da. Oh, der kommt aber gut den Berg hoch. 1000 Newtonmeter Drehmoment. Dicker Klotz. Wir brauchen den Nitro, wenn wir auf dem ersten Platz sind, kriegen wir ihn. Alter, da sieht die Corvette aber richtig klein gegen aus. Boah, kommt hier auf fast 200. Also da ist ein Ende besser als der Defender. Wir gar nicht mithalten. Der hier ist gar nicht so schlecht. Vor allem wegen den dicken 4-Rohr-Auspuff. Mal sehen, was er für ein Topspeed erreicht.
aber mit so einem Wagen auf 300 zu kommen, ist schon nicht schlecht. Muss ich das mal... Oh! Das war jetzt aber... Naja. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das Heck nochmal ausbricht. Ja, das konnte man jetzt auch nicht ändern. Hätte ich mehr vom Gas gehen müssen, aber wie gesagt, man könnte die Wagen auch auslassen, aber ich habe ja gesagt, ich tune jeden Wagen. Manche sind vielleicht auch an so welchen Autos interessiert. Müssen wir einfach den Sprung schaffen. 200, oder schaffen wir. Ja. Na gut, 5 Minuten. Genau 5 Minuten. Das ist definitiv ein Benziner. Ja. Aber serienmäßig schon 8-Gang-Getriebe, das ist krass. Lieblingslied. Oh, kommt gut den Berg hoch hier, weil er so viel Drehmoment hat. Nitro benutzen. So langsam ist er hier gar nicht. Jawohl. Thank you.
mir macht er tatsächlich ein bisschen Spaß zu fahren auf der Achterbahn. Das Geilste sind die dicken vier Rohre hinten raus. Das ist wirklich geil. Das hat mir gleich gut gefallen. Habt ihr es schaffen, wenn ihr 4 Minuten 25? Das wäre nicht schlecht, wenn er eine 4 Minuten 20, 25 schafft, aber ich glaube, das schafft er nicht. Nee, das schafft er nicht, 4 Minuten 25. Knapp, sehr knapp. Na, 4 Minuten 29. 4,25 wäre ja schon im Bereich von anderen Autos. Hat er nicht ganz geschafft. Bin aber auch froh, dass ich mit dem jetzt fertig bin. Das Geilste an dem Wagen waren die vier dicken Ofenrohre hinten raus. Schau euch das an. Das ist wirklich geil. Na, die Lackierung ist aber auch geil. Da steht hinten drauf, The Power of Anime Girls. Ja, genau. Anime. So, meine lieben Freunde. Jetzt gibt es einen neuen Wagen. Da war die Gurke. Ah, der war schon besser. Ja, auf den habe ich jetzt nicht mehr so viel Lust, weil der ist so ähnlich wie der hier. Ich glaube, der ist sogar noch besser. Ja. Dann wird es aber wieder besser. Dann wird es interessant. Also wir haben jetzt erstmal eine Durchstrecke. Das war der hier. Der BMW war geil. Der war auch richtig geil. Ja, der Defender war nicht gut. So, und jetzt kommt danach der schön, der ist geil, wenn er, ich weiß nicht, ob er Allrad hat. Und hier ab dem, der wird richtig geil werden, der Mazda RX-7 Spirit Air. Ja, der wird richtig cool, vor allem auch der Sound mit dem Wankelmotor. Ja, und dann kommen eigentlich, glaube ich, nur noch geile Autos. Dann haben wir die Durchstrecke hinter uns. Die Durchstrecke, würde ich sagen, ja, ist der jetzt hier noch. Die beiden werden interessant. Welcher davon stärker ist, von den beiden hier. Der wird auch geil und dann kommen richtig geile Autos immer weiter. Denn ja. Ja. Eigentlich nur noch coole Autos am Start, denn. Genau. So sieht das aus. Gut, dann nehmen wir den Nissan 350Z. Ja, meine lieben Freunde. Den Wagen seht ihr in der nächsten Folge. Muss ich mal gucken, ob ich noch genug Festplattenplatz habe. Sonst mache ich die beiden vorigen Videos erstmal mit Format Factory kleiner. Kleiner rendern. Ja. Haben wir eine kleine Durchstrecke jetzt. Aber dann geht's vorwärts. Dann kommen richtig geile Autos. Gut, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.